Was geht ab bei den Wolf? Willkommen zurück. Heute geht's wieder weiter mit einem schönen Vlog für euch. Und vorab, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das an dieser Stelle sehr, sehr gerne tun. Wir würden uns sehr freuen. Und wir haben 10:35 Uhr. Ich werde mich jetzt mal ready machen, weil ich habe nämlich gleich Training mit der lieben Leo. Da nehme ich euch heute wieder ein bisschen mit. Tobi ist schon unterwegs. Der muss sich leider heute eine Kortisonspritze wiederholen. Das ist leider wieder, eine Phase. Ja, es ist einfach zum Kotzen. Also ich bin echt dankbar, dass ich, wie gesagt, diese Pollengeschichte nicht so stark habe. Tobi tut mir da echt leid. Und ich weiß, dass unsere Zuschauer auch viele davon echt betroffen sind. Und es ist einfach echt, also ich stelle mir das unfassbar nervig und anstrengend vor. Schneide ich auch gerade schon so ein bisschen für heute, dass der Vlog online geht. Und ich würde sagen, ich jump da mal schnell in meine Sportklamotten. Ja, ist jetzt wieder Schluck ab. Der kriegt immer Schluck ab, wenn er lacht. Hey ho, Leute. So, ich bin bei der Ärztin raus. Und ich glaube, ich muss es ja niemandem erzählen, das ist ja nichts Neues, aber dieser ganze Sahara-Sand, der gerade über den Wind nach Deutschland getrieben wird, boah, das Auto, ich habe es gestern sauber gemacht, es war einfach komplett voller Sand, aber so richtig heftig. Ja, jetzt bin ich einmal nur hier kurz in so einen Waschpark gefahren und habe mit einer Klarwasserdüse es einfach nur abgespült und damit ist gut. Ich weiß ja, dass ich ihn gestern sauber gemacht habe, da muss man es ja auch nicht übertreiben. Ja, und beim Arzt war ich und ich habe meine Kortisonspritze bekommen für meine Pollenallergie. Heute Morgen aufgestanden, ganz schlimm. Höre mich an, wie erkältet. Habe wirklich extrem wie so Belag auf der Lunge. Boah, war gar nicht cool. So sieht's aus, aber dann werde ich mich ab morgen besser fühlen. Beim Training angekommen. Da ist die Leo. Da bin ich wieder. Ja, und heute vor allem ist sie echt voll lieb eine Stunde gefahren zu mir. Richtig krass einfach. Und das bei diesem moody Wetter. Echt, ey. Ich war eben auch, stand wirklich da. Ich wusste nicht, ob dicke Jacke, dünne Jacke, keine Ahnung. Aber es soll jetzt richtig geil werden, ne? Sehr, sehr echt wann? Ja, ab morgen soll bis nächste Woche Freitag, also bei uns auf jeden Fall nur Sonnenschein und 17 Grad. Da muss ich mal auch nicht gucken. Ansonsten kommst du hier hin. Ja, wir trainieren jetzt. Wir fangen jetzt erstmal an mit Aufwärmen. Sind jetzt also ja einfach hier. Ich bin jetzt angemeldet beim Fitnessstudio und bin mal gespannt, ob das jetzt hier das Studio wird, wo ich immer trainieren gehe oder ob ich mir noch ein anderes suche. Also halt ein anderes FIA. I just wanna make you mine. Mine, mine, mine. Mine. Mine, mine, mine. I just wanna make you mine. Mine, mine, mine. Mine. Mine, mine, mine. I just wanna make you mine. I just wanna make you. I just wanna make you. I just wanna make you. Bei mir brennt schon der Rücken richtig. Heute der obere Rücken. Ach, sowas von. Und Arme machen wir. Ja. Und ich glaube, Muskelkater in den Beinen und Impuls ist immer noch vorhanden. Ey, das ist so krass. Wir haben Hometraining gemacht. Ich freue mich den Arsch ab. Wirklich. Aber jetzt, ich freue mich so sehr, dass das Training vor zwei Tagen so geil war. Halt auch so online. Das war so cool. Also Leute, das solltet ihr mal machen, wenn ihr irgendwie zum Beispiel Bock habt zu trainieren. Nehmt euch eine Freundin, macht so FaceTime und dann macht ihr einfach eure Training-Session zusammen. Also auch für mich ist das so eine Motivation tatsächlich. Weil dann hast du noch nie ich gemacht, mit, oder? Ne? Ja, also wenn dann halt im Gym oder gar nicht. Voll gut. Ja, jetzt trainieren wir hier auf den Matten. Wie gesagt, ich nehme euch einfach mal so mit. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefällt, dann let's go und ja, wir trainieren jetzt mal weiter. Fertig.
Das ist mein neuer TV-Schrank. Kommt ein Fernseher drauf. Wichtig. Wir sind jetzt gerade im Kaufland und gehen jetzt hier ein bisschen, bisschen einkaufen. Und haben jetzt erstmal Beeren und Zitronen und so. Genau, also für das Frühstück erstmal so ein paar Toppings. Ja. Und jetzt arbeiten wir uns mal so durch und suchen die gesunden Kohlenhydrate, gutes Eiweiß für die Speisen und generell gucken, dass wir so gute Alternativen finden. Ja, ne? Ich habe mich so gefreut auf dieses Einkaufen, weil ich finde, Ernährung sei das A und O, auch neben dem Sport. Also sag mir nicht 70% Ernährung und 80% Sport. Ja, man sagt 60% Ernährung, 40% dann Sport, aber Okay. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, kaufen wir jetzt mal ein. Ich mache gerne gleich mal einen kleinen Food Haul. Brauchst du mal Äpfel? Ja, immer alles, ne? Also, da kann ich mich nicht entscheiden, Mensch. Aber weißt du, ich finde, jetzt hatten wir vorgestern das Thema, wie überflüssig sind Birnen? Kein Mensch isst Birnen, oder isst du Birnen? Ich mag Birnen. Ja, ich esse, also ich mag die auch, aber ich kaufe die nie. Aber Hauptsache eine Million Äpfel. Guckt euch das an, das ist so geil. Wir haben so leckere Sachen eingekauft. Einfach ich freue mich. Volle Kisten. Ja, aber Familie Wolf ist versorgt. Ja, aber richtig versorgt. So, jetzt müssen wir aber alles hier reinmachen, weil hinten ist Kinderwagen. Oh ja, schön, mein Auto ist sauber. Jetzt wollte ich ja tatsächlich noch einen neuen Klodeckel aufs Klo machen. Da. Aber da sind ja so Gewindestangen drin, die den Klodeckel festhalten. Und ich habe den alten Klodeckel abgerissen, aber die Gewindestangen gehen nicht raus, die sind festgegammelt. Jetzt werde ich das heute Abend mit roher Gewalt machen und nehme mir heute Abend, 18 Uhr, nehme ich mir die Akkuflex. Und dann wird die Gewindestange einfach abgeflext und dann fällt es unten raus. Und dann kann ich den neuen Klodeckel dran machen. Nervt unnormal. Das sind so Kleinigkeiten, die einen unnormal aufhalten, aber so ist es. Die neuen Möbel kommen KW15 erst. Neuer Schreibtisch. Den habe ich schon aufgebaut. Da stehen noch die PC-Monitore drauf. Hier kommt eine S-Gruppe hin. Aktenschränke kommen hin, weil ich habe ja nur ein paar Akten. Ich muss schon Kauflandtüte nehmen, um die Ordner zu transportieren. Draußen muss auch noch irgendwas hinkommen. Und jetzt! Aber so hältst du ihn, ne? Ja, ja. Das ist lustig, ne? Bumm! Oh, und der Elefant? Wie macht der Elefant? Gare, genau. Und der Löwe? Rar. Wollte ich euch ein bisschen den Einkauf zeigen, den wir getätigt haben. Ich weiß nicht, ob ihr sowas öfters sehen wollt. I don't know. Ich mache es einfach jetzt mal für die, die es interessiert. Ja, wir gehen ja nicht unbedingt darauf, dass ich abnehmen möchte, sondern wir möchten mich stärken und gesünder ernähren. And that's it. Wir haben sehr viel Obst und Gemüse natürlich gekauft, ne? Frische Kräuter, Basilikum, Schnittlauch. So, dann haben wir, weil ich soll oder ich möchte auch auf Nudeln verzichten, haben wir eine Variante gekauft und zwar Kichererbsen-Sojanudeln. So sehen die aus. Dann Alpro gibt es einmal hier, den esse ich eh schon die ganze Zeit, Natur ohne Zucker oder halt den Alpro Skier Style ohne Zucker, kann man gut für Quark verwenden. Gurke, Zwiebeln, Salat, Lauchzwiebeln, Aubergine, Süßkartoffeln, Brokkoli, noch mehr Salat, Zucchini, Tomatoes, Pilze, Avocado, Möhren, Knoblauch, ganz wichtig, Erdbeeren, Bananas im Pyjama, Himbeeren, einige Nüsse haben wir gekauft und Pinienkerne, rote Linsen, Heidelbeeren, Sesamöl, Eiweißbrot, Kaffeebohnen, ganz wichtig für mich morgens und so weiter und so fort. Also das ist so einiges, was wir hier gekauft haben. Dann gibt es noch natürlich so Sachen wie zum Beispiel ein veganer Hirtenkäse, der dazu gekommen ist. Oder auch so Sachen wie zum Beispiel das hier, hat Leo mir empfohlen, soll sehr lecker schmecken. Veganer Käse,
solche Sachen, Kokosmilch, Kidneybohnen, hast nicht gesehen, so viele Sachen einfach. Für Lien habe ich den mitgebracht und einmal den hier. Ja, das ist so der Einkauf, ne? Auch ganz wichtig, Erdnussbutter. Mein Einkauf, ja, den räume ich jetzt mal ein. Die hat dich jetzt gar nicht gehört. Einfach stopp. Hi. Die hat sich gerade so tot gelacht. Die hat safe den getötet Kartoffelsalat. Oh Mama, willst du mich schon? Guck mal, den habe ich so wieder zurückgefangen. Ey, die will mich doch verarschen. Wisst ihr, wie meine Mutter immer wirft? Meine Mutter wirft immer so. Super! Der Fänger ist immer so gut wie der Werfer. Genau, mit Sicherheit. Und damit guten Morgen, willkommen zurück bei den Wolves, bei den Bekloppten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch diesen Sahara-Regen, diesen roten Blutregen hattet. Bei uns natürlich, wir haben alles so weiß, ist boah, dezent alles voll. Wenn mir das gar nicht erst einzieht, wird dann jetzt erstmal hier alles sauber gemacht. Guckt euch das mal an und das ist wirklich, also da muss man echt ein bisschen schrubben, das geht nicht einfach so aus, also da muss man echt ein bisschen schauen und so sieht es wie eigentlich aus, halt mit komplett so weiß, richtig krass. Ja, wir waschen auch gerade alle Bezüge einmal durch, das ist auch wichtig, jetzt so nach dem Winter. Und da unten auch mal mit dem Hochdruckreiniger und so, dass es wieder ordentlich aussieht. Wir sind angekommen bei Blumenrisse oder ja, Risse, ne? Meine Haare sind noch ein bisschen nass, aber ist egal. Ich habe die jetzt einfach mal Luft trocknen lassen. Und jetzt werden ein paar schöne Blümchen gekauft. Frühlingsfrühling. Ein paar goldene Häschen? Nein, danke. Nicht goldene. Güldene. Wir sind wieder zu Hause. Die Fahrt sah sehr witzig aus. Ich blende es euch mal ganz kurz ein. Ja, was soll ich sagen? Wir bekommen auf jeden Fall alles ins Auto, ne? Brechend voll und der Baum muss rausgucken. Junge! Wir sind so gekrochen. Aber egal, er ist heile angekommen und es sind super schöne Blüten. Das ist übrigens eine Prunus. Ein Prunus. Also, da ist kein Schatz. Und wir haben natürlich Lavendel mitgebracht. Und dann hat uns noch die Verkäuferin eben gesagt, dass die hier wohl unfassbar toll blühen werden und man lange was davon hat. Deswegen freue ich mich auch sehr auf diese Blumen. Wir haben eben übrigens noch ein paar Schnittblumen und sowas mitgenommen, weil wir nämlich noch ein schönes Foto machen wollen für den Frühlingsbeginn. Bis gleich. Mama bringt jetzt kurz ein Paket weg. Ich will kochen und wir haben noch hier zwei Töpfe für meine frischen Kräuter gekauft. Ich bin am Überlegen, ob ich mir sogar noch Petersilie und Zitronen
Melisse oder sowas hinstelle und nochmal zwei kaufe, dass das Fenster auch nicht immer so leer aussieht. Ich finde das immer voll schade. Das sieht immer so super leer aus und eigentlich ist es richtig schön, wenn da auch so ein bisschen was Grünes steht. Mag ich. Heute gibt es Süßkartoffeln mit Feta-Käse und ein leckerer Couscous-Salat. Ja, neben Sport gehört natürlich jetzt auch eine etwas bessere Ernährung und frischer Kochen. Und ja, da mache ich heute mal etwas Leckeres. Ist eigentlich super einfach, das Rezept, und geht auch recht schnell. Braucht auch nicht so viel Vorbereitung. Ihr nehmt euch halt eine Süßkartoffel, schneidet die in der Mitte auf, bestreicht die ein bisschen mit Öl und tut sie erstmal in den Backofen. Na, Lili? Die Nana kommt gleich. Ja, ja, die fährt kurz ein Paket. So, und dann tut ihr die erstmal in den Backofen rein. Könnt ihr noch ein bisschen würzen. Schmeckt ihr dein Brötchen? Ja. Okay. Dann tut ihr die in den Backofen rein und wenn die dann weich ist, dann macht ihr sie mit der Gabel ein bisschen in locker und macht nochmal den Feta rein und tut anschließend, boah, ich hasse das, ne? Ich finde so Süßkartoffeln einmal halbieren, das ist so anstrengend. Zack. Ja, und dann anschließend Feta-Käse rein, nochmal kurz in den Ofen und that's it. Essen ist ready. Ja, so sieht das Ganze aus. Richtig gut. Lien bekommt auch eine Kartoffel. Er mag allerdings, glaube ich, den Couscous nicht. Ich muss gleich mal gucken. Ich mache ihm mal ein bisschen was drauf. Er ist natürlich auch etwas gewürzt. Ich schaue mal, vielleicht mag er ihn ja doch. Ich lasse ihn mal so probieren. Ja, ich würde sagen, guten Appetit, ne? Also kein Spaß, ich bin gerade so begeistert. Ihr wisst, ich bin Fettsack-Lover. Ich liebe Fettsack. Also unsere Couch drinnen draußen ist von Fettsack. Guckt euch das mal an. Wir haben jetzt den ganzen Winter, wir haben die nicht abgedeckt. Das ist ein weißer Bezug, nichts gemacht, wie der jetzt aussieht. Das ist normal, wenn man nichts tut, wenn man die nicht abdeckt, machen wir auch nicht nochmal. Dann sieht das Ganze so aus. Die Sachen hier kann man aber in die Waschmaschine knallen. Das haben wir gemacht. Die drei Sachen hier müssen noch, also die zwei Sitzdinger und die Lehne muss noch gewaschen werden. Die andere haben wir schon gewaschen. Und guckt euch das mal an. Das sah genauso hier aus wie da. Genauso auch das. Sah auch komplett so aus. Es ist alles rausgegangen. Die trocknen unfassbar schnell. Man kriegt in eine gute Waschmaschine ein großes Teil und zwei kleine Teile rein. Super easy. Ich bin unglaublich happy. Ich hatte Angst, dass wir es nicht rauskriegen. Wir haben es aber rausbekommen. Und ja, jetzt sind wir hier, wie gesagt, gerade dran, alles fertig zu machen, ein bisschen zu waschen. Das habe ich auch sauber bekommen. Ich packe jetzt die ganze Couch auf den Rasen drauf, weil ihr seht, dadurch, dass sie halt natürlich nicht weggerückt worden ist, hier ist Laub, hier ist Schmutz und auch noch von diesem Regen. Ja, also ich freue mich voll, dass das alles wieder so blitzeblank sauber ist und so gut riecht jetzt. Und du? Mama. Was ist los? Ach, hast du schon wieder eine Sisse gesehen? War das wieder eine Spinne? Hast du eine Spinne gesehen? Ja. Wo denn? Da. Nee, Schatz, die Spinne ist schon bestimmt seit 2 Tagen weg. Die ist weg? Ja. Ja, jetzt ist sie weg. Jetzt brauchst du keine Angst mehr haben, ne? Aber wir haben heute 2 Bienen gerettet. Das war gut, ne? Komm. Muckelchen, gehen wir mal rein. Die Mama zieht jetzt noch 2 Züge ab. Du kannst aber auch draußen bleiben, ne? Möchtest du draußen bleiben mit der Mama? Ja. Ja, dann bleib draußen. Möchtest du mal vielleicht was trinken? Okay. Bett und das sieht dann immer so aus, der wühlt sich immer in die hinterste Ecke und ich habe jetzt mal meinen Laptop genommen, meine Mama ist gefahren, ja, und wir haben unser Foto gemacht, hat alles geklappt und jetzt, ja, es ist 19.30 Uhr und ich sitze am Laptop, werde noch ein bisschen bearbeiten und dann, ja,
mich auch irgendwann ins Bett wieder begeben. Ja, so sieht's aus. Tobi kommt jetzt von der Rennstrecke. Der war heute wieder am Nürburgring. Und ja, der kommt jetzt, der setzt sich jetzt gleich mit mir auf die Couch. Und dann werden wir beide so ein bisschen am Laptop noch arbeiten. Während ich mir gerade noch ein paar Rennvideos anschaue, warte ich darauf, dass ein paar Dateien noch vom Laptop importiert werden. Und wenn das passiert ist, dann schneide ich noch ein bisschen und dann gehe ich pennen, Leute. Deswegen sage ich jetzt schon mal in ganz entspannter Manier, gute Nacht, Leute.